Also wisst ihr, worauf ich mal wieder so richtig Bock hätte? Auf Wacken. Wacken! Ja, auch irgendwie. Also wenn ihr wüsstet, auf welches Auto wir gerade warten müssen, wüsstet ihr auch, warum wir warten müssen. Hallo Ladies! Hallo! Ah, geil! Danke! Mahlzeit! Also dieses Jahr beginnen wir übrigens ganz traditionell mit Scheißwetter. Und mal wieder Zeit. Das ist sehr gut. Sehr gut. Also ich fände die eigentlich gar nicht so schlecht. Da ist grün mit drin, ich bin begeistert. Ja. Sind wir jetzt alle da? Ja? Wir sind ein ganz großes Haufen. Ahu! Andi, mach mal Lagebericht. Männchen. Mein Ohr ist feucht. Blasi-Hasi! Ja! Prügel! Oh Mann, jetzt habe ich das nicht drauf! Ja, viel besser, dankeschön! Einfach weitergehen, einfach weitergehen! Ist das aufregend, dass wir jetzt hier zum ersten Mal in den Metalmarkt gehen? Cocktails. Das bin ich. Captain Planlos, Alter. Hey, sei cool. Es ist so riesig hier. Was sagt ihr jetzt so zu diesem Riesenangebot? Mehr als in den normalen Läden. Gerade was Alkohol und Gebäck angeht. Ja. Wahnsinn. Ich bin ja übrigens sehr gespannt, was dieses Jahr im Metalbag drin ist. Ne? Aber lass uns bitte dieses Jahr nicht so eine lange Geschichte machen und das alles vorführen und so. Das war ziemlich langweilig. Kann bitte keiner Clarissa anstupsen, wenn sie isst. Das wäre sehr nett. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie das äußerst gut machen? 23. Oh, ist das lecker. Übrigens immer wieder ein Rätsel, wem wohl dieses Besteck gehört. Mir nicht. Verhältnismäßig gut ist die Videoqualität hier. Also wenn ihr jetzt knutscht, sieht man das. Ja, mach mal. Und mal wieder Props, wenn man im Camp eine Köchin hat. Das war richtig ekelhaft gerade zum Essen. Schön, dass meine Sticker doch noch eine gute Aufgabe gefunden haben. Das war übrigens das Auto, weswegen wir warten mussten. Komisch, oder? Ganz seltsam. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich nicht. Ja, stimmt, das ist wahrscheinlich. Oh, Mikey.
sehen? Also ist fertig. Darf ich den Spiegel mal haben? Ja. Oh, Alter, ey, Conchita, wo ist mein Einpacken? Ja, Alter. Und? Findest du dich süß? Ey, ihr Schnuckis. Na? Seid ihr öfter hier? Es fühlt sich bestimmt super an, oder? Ist das denn jetzt schon die Vorbereitung auf die nächsten Tage? Das kann ja dann auch lustig werden mit dir. Danke. Mal ein Close-up machen hier. Sieht einfach so verdammt gut aus. Ja. Ne? Ja, das ist auch sehr, das sieht auch sehr gut aus. Die Geräusche dazu sind auch der Hammer. Piu, 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 piu. Ja. Das ist das Ziel. Und dazu die extrem gute Live-Musik. Also du hast nämlich jetzt die Chance, etwas ganz Wichtiges der Nachwelt zu sagen. Aber Millionen von Menschen, die dieses Video ansehen werden, das war schon mal ein guter Anfang. Du hast jetzt die Chance, ohne dich unter Druck zu setzen oder so, aber sag was Schlaues. Kuchen ist eine Lüge. Okay. Nochmal die schicke Frise einfangen. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Ich glaube, du musst dich mal drehen. Drehen, nicht rülpsen. Warte, ich muss das... Ja, wunderschön. Ein Herzchen. Sehr generous. Sehr wunderschön. Danke. Bitte. Seid ihr das T-Rex-Camp? T-Rex! Was opfert sich denn? Können wir mal zurücklaufen, dann geht okay. Das wieder. Also eine Zahl von 1 bis 40. Das ist ein echt schönes Kleid, was du trägst. 40. Du wirst jeden Tag hübscher, aber du siehst heute schon aus wie nächste Woche. Ah. Will noch jemand? Ich bin Elektriker. Darf ich deine Dose anfassen oder kriege ich eine gewischt? Boah! Okay, ja, gut. Ah, na ja. Komm, das war Bartsex. Das ist Bartsex. Aha. Supreme. Sollte das Video nicht wieder jugendfrei werden? Nein. Okay, dann nicht. Es ist so warm. Ja. Ich verfluche jede rote Ampel. Morgen wird schon Abend. Außenseiter. Das sieht sehr gemütlich aus. Kurzer Lagebericht, wir haben Dienstag und es ist ein bisschen warm. So you know what I mean. It's getting hot in here. So, wedeln mit dem T-Shirt rum. Das ist aber nicht das Wachenzeichen. Die Wackentaufe. Supreme. Brennende Auge. Da kommt sie endlich.
Meine liebste Freier. Sie ist im Anmarsch. Hier lang, hier lang. War schlimm? Nein, nee? War nur ganz viel raufgepinkelt, aber Ja, ja, gut. Hey, Clarissa, mach mal Lagebericht. Mach mal Lagebericht. Scheiße, da. Danke. Freya, mach mal den ersten Lagebericht dieses Jahr von dir so. Also ich bin jetzt gerade erst angekommen. Ist die Lage noch gut? aber ich will nichts beschreien. Das norddeutsche Wetter ist unberechenbar. Und ich glaube in diesem Jahr mehr denn je. Aber wir wollen mal nicht murren. Bisher ist das Wetter sehr schön. Man sieht es halt auch, ich bin ein bisschen sweaty. Wir sind alle ein bisschen sweaty. Und wir sehen frohen Mutes dem entgegen, was noch kommt. Das war ja der Schiss. Ja, hydrologisch bin ich, ne? Also quatschen kann ich. Wo bist du denn da? Wahnsinn, klasse. Kriegst du eine schöne Mütze oder eine Sonne? Wenn du willst. Kriegst du auch so. Dann. Kannst ja fragen, wie das war. Malte! Trommelwirbel bitte! Surprise-Shirt! Ja, wir haben wieder ein Surprise-Shirt zu öffnen. Das ist das Spirit. Es ist weiß. Was? Achso, ich habe verstanden, es sind zwei. Es sind zwei, ja. Es ist Rancid. Ah, von denen hat Malte letztes Jahr auch eins gezogen. Wir wissen bis heute nicht, wer das ist. Ja. Du kennst sie? Eine Punkband. Ah, das macht tatsächlich Sinn. Ja, da ich ja so viel Punk höre, ist das ein neues Arbeitsschirm. Da du ja so Punk bist. Ey, mach mal Lagebericht, Alter. Das ist mega gemütlich. Schön. So, genau, so. Aber die Verwechslung ist schon real, so ein bisschen, ne? Am besten finde ich diese, also manche Restaurants machen ja so Fotos. Also schlecht sieht er ja nicht aus, oder? Prost! Ja. Oh mein Gott, ich bin ein Riesenfan von euch. Das finde ich wahnsinnig toll. Das sieht richtig gut aus. Schon wieder, je häufiger. Ich weiß nicht, wir sind hier gerade lang gelaufen. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Ist aber so. Also, seid ihr bereit? 3, 2, 1. Was? Ich filme das gerne, aber ich mach das nicht. Das gerne, genau. Oh, nein. Du, Sonnenschein, komm mal her. So, weil du bist minimal größer als ich. Also das sieht jetzt irgendwie ein bisschen verboten aus, Leute. Echt? Ganz? Oh, geil. Nein, hast du dieses Stopp sagen? Okay, warte, nee, du sagst Tropfen. Ja, nee, du sagst Bescheid. Nein, du sagst Bescheid. Stopp, 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 stopp. Aber, Janik, was war?
Also ich nicht, weil ich komme nicht hin. Ja, klar. 2, 3. Yeah! Endlich mal Action hier! Ja. Also. Backen! Das ist ja mega gut, ey. Das ist immer warm. Außerdem ist es Suppe, da kann man Brot mit Brot essen, oder? Sieht auch ein bisschen an. Mach mal. Okay, ich hab nur gerade kurz hingeguckt. Also, ich mach das. Sie haben gestern auch schon rumgeknutscht, ist alles gut. Was? Alter. Ja. Sehr gut. Wir meinen die hinter euch! Ich dachte, ihr wollt unbedingt hier kaufen. Nee, sorry, wir meinen hinter euch. Dankeschön! Ja! Hallo! Hallo, Mimi! Ja! Schneller! Tschüss, beide! Tschüss, beide! Fährt er einfach weg! Ohne mich! Ab heute ist übrigens Girl Power und so. Das auch. Ey, Digga, mach mal einen Lagebericht! Los! Wir haben jetzt ein Bändchen und wir hatten eine Liveband. Auf jeden Fall gut, dass man Henning nie verliert, egal wo wir sind. Ja. Hallo, Henning! Ich wink schon. Er sieht uns nicht oder will uns nicht sehen. Ich glaube, er will uns nicht sehen. Ja, ich glaube auch. Ich kann es gar nicht fassen. Wir sind wieder da. Auf dem Holy Ground. GBA, also Holy Ground. Oder sein Held. Ich glaube schon. Guck mal da. Also beweg dich doch nicht so. Trommelwirbel bitte. Surprise Shirt. Ja, wir haben wieder ein Surprise Shirt zu öffnen. Das ist das Spirit. Es ist weiß. Was? Achso, ich habe verstanden, es sind zwei. Es sind zwei, ja. Es ist Rancid. Ah, von denen hat Malte letztes Jahr auch eins gezogen. Wir wissen bis heute nicht, wer das ist. Ja. Ich kenn die. Du kennst sie? Das ist eine Punkband. Ah, das macht tatsächlich Sinn. Ja, da Sinn. Ich ja so viel Punk höre, ist das ein neues Arbeitsschirm. Da du ja so bist. Astrein finde ich jetzt ziemlich witzig. Und herzlich willkommen bei dem diesjährigen Losaufmachen. Wir sind natürlich ganz motiviert und ganz sicher, dass wir auch dieses Jahr definitiv wieder verlieren werden. So wie Mike. Ja, Mike hat gewonnen letztes Jahr. Ja, mach mal auf hier. Ich. Gummi oder Lolli? Gummi oder Lolli? Gummi. Oder Lolli. Mhm. Wie immer. Mhm. Oder Lolli. Zwei. Überraschung. Aber du hast ganz viele Lollis jetzt. Yeah. Hey Vivi, willst du noch eine Sonnencreme für 12 Euro kaufen? Selbstverständlich. 10 davon. Ein grünes. Zack. Oh, da hätte ich das gedacht. So, Überraschung, ne? Schon wieder lose. Dann zeigst du mal, was ihr habt, Mädels. Oh nein, ich hab nichts. Hä, da steht, jedes Los ist ein Gewinn. Oh, ich hab auch eine Niete. Nein, toll.
Price-Shirt vom Impericon für beide, der uns jetzt verlassen hat. Aber er soll zumindest was davon haben, wenn er jetzt nicht da ist. Was ist Quatsch? Weiß ich. Also schwarz. Das auch. Was ist das? Kupleika? Kupleika. Ich habe keine Ahnung, was das ist. From Texas to Slav. Ich bin im Killstar-Traum. Ich brauch Geld. Alles. Ein bisschen was zum Grillen, oder? Grillkohle von dem Grill. Ja. Brauchen wir eine Wassermelone? Da wäre ja nichts zum Schneiden, oder? Ja, ein kleines sehen auch so richtig fett aus. Warte. Es ist richtig Hagel, Mann. Das ist voll kein Hagel. Nein, das sind richtige Hageltropfen. Ja, genau. Ich hasse Tomaten. Ja, wie man hört, Gewitter am Schüsseln. Durchsage gekommen, dass wir in den Autos warten sollen. Und das machen wir natürlich auch brav. Außer, dass es halt hier mega warm drin ist. Aber wir wollen nicht gebraten werden. Das wäre noch wärmer. Ich hoffe, da ist jetzt kein Lippenstift dran gekommen. Da ist der Flieger, da kommt der Flieger. Kräuterbutter die zweite, weil so gut war. Larissa die Kräuterbutter Queen. Das ist ganz geil, da gibt's so Wurst. Wo hast du das her? Ja. Gillette? DM, hast du es extra gekauft oder gab es das dazu? 1,95. Ich wollte wissen, wie groß das ist und was es kann. Also da hast du wohl eher ein Strandkopfkissen bekommen als, weiß ich nicht. Was soll man denn damit machen? Naja, so als Kopfkissen? Nö, was ist das denn? Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich bin disappointed. Kommentiert jetzt, was man mit diesem Ding anfangen könnte. In Action. Liebe Oma. Liebe Oma. Deine Mirabellen sind der Hit. Wirklich. Und dein Hochzeitsfoto. Ist sehr so süß. So süß. Wirklich. Viel Spaß weiterhin. Mach es gut und rock on. Danke Oma. Auf dich. Danke, auf die Oma. Auf die Oma. Auf Oma. Hammer, Oma. Auf Oma. Ah, ja. Cool. Mein Name ist Mädchen,
Oh, alle meine Wünsche gehen in Erfüllung hier. Was sollen da drauf? Ich hab erstmal so ganz blöd. Rosa wird das jetzt schicken. Alter. Und Clarissa ist meine Rettung, weil sie meine. Guck, Rosa. Guck. Ja. Na. Wenn das fertig ist, sieht man wieder. Weiß irgendjemand, wie es Itzy Bitsy Spider-Lied geht? Space Buns à la Schinken für Freier. Die Freshy Buns. Hm? Hallo liebe Oma, die Mirabellen sind super! Super. Es wird es beide frei sein. Ja, Prost! Er ist schön und hat Blumen bekommen. Ja, das ist toll. Ich glaube, dir hat noch keiner gesagt, wie hübsch du eigentlich bist. Außer die 50 Männer eben gerade. Oh, hey, lass mich nicht verlieren, Digga! Das, was meine Zuschauer sehen wollen. Also das vegane Essensangebot ist dieses Jahr übrigens sehr ausgeweitet und wir probieren jetzt mal den grünen veganen Hotdog. Und Freya wird uns gleich erzählen, ob der denn auch grün schmeckt. Sehr gut. Ja, dann muss ich zum Auto, dann muss ich zum Auto. Lirium, die Larium, voll wie ein Aquarium. Und Prost!
Glaubt ihr, mir ist ein bisschen warm, oder? Ist dir warm? Sonst musst du dir mal eine Abkühlung von dem da holen. Ja, gut. Lächelt mich an. Lächelt dich dein Essen auch an? Selbstverständlich. Ah, dein Essen sieht eigentlich nur matschig aus. Ja, aber es aber ist so bestimmt mega lecker. So, liebe Freunde, jetzt geht's so für uns. Transbein schwingen, mach die Witze locker und ich zähle. 1, 2, 3. Vor, zurück. Dreh dich im Kreis und schon bist du heiß. Vor, zurück. Dreh dich im Kreis und schon bist du heiß. Ja. Lilium, Dilarium, voll wie ein Aquarium. Und Prost! Ist ja wirklich alles frei. Ja, ungefähr so waren alle anderen auch dann bei mir. Hä? Hier ist keiner. Nee, doch nicht. Es ist gerade wie, es ist Donnerstagabend. Apokalypse. Und Backen ist leer. Wahrscheinlich alle bei Sabaton, aber davon werden wir uns jetzt selber überzeugen. Was halten Sie jetzt davon, dass wir jetzt hier so lange stehen und warten, dass Sie nicht aus der Puschen kommen? Also, ich halte weniger davon, dass dort ein bisschen dunkel aussieht, aber angeblich kein Regen mehr angesagt war. Dunkel. Dunkel. Darker, faster, lauter. Erzählen Sie mal, was ist bisher Ihr Wacken-Highlight dieses Jahr? Der supergeile Auftritt von Sabaton. Nichts. Ha. Ja, kann ich gar nicht verstehen, weil die so laut sind. Also mein Wacken-Highlight, boah, schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das kommt noch. Ja. Wobei gestern Abend, als ich zum Duschen gegangen bin, also gestern Nacht, sind da zwei Typen komplett nackt, mit Schuhen bekleidet, die ganze Zeit über den Zeltplatz gesteppt und haben irgendwie mit den Leuten, als wenn es völlig normal wäre. Ja, hallo. Und ihn so. So merkwürdig. Wenn du ein Bier wärst, welches Bier wärst du dann? Kein alkoholfreies.
wenn ich ein Bier wäre, wäre ich tatsächlich Oettinger. Weil? Günstig, aber es knallt. Clarissa, wenn du ein Bier wärst, welches wärst du? Handcrafted Pale Ale. Weil? Es einfach geil ist. Oh. Schenk, wenn du ein Bier wärst. Schenk, wenn du ein Bier wärst, welches wärst du? Carlsberg ist nichts Besonderes, aber ist okay für alle. Oh, ist das traurig gewesen. Also ich würde eher sagen, Carlsberg schmeckt immer und jeder liebt es. Ja. Vivi, wenn du ein Schokoriegel wärst, welcher Schokoriegel wärst du? Also, ich glaube, ich wäre ein Bounty. Ja. Mit Überraschung und ein bisschen Karibik drin. Ah. Schnaps, 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 Schnaps. Ich bin da noch nicht ansehen, darum muss ich mein Gesicht erinnern. Ich auch nicht, aber Schnaps, Schnaps, wo bist du denn? Make-up-Tutorial Wacken Edition. Ich treffe vielleicht. So, jetzt wie ein echter Viking auf Ex. Eine kurze Tasse. Willst du denn auch so ein kurzes? Vivi, sag nochmal, was gibt's jetzt? Also, es gibt jetzt Strawberry Cheesecake United Cakes of America von Mama. Gesponsert von Shake Smoothie. Okay, wir sind sehr gespannt. Okay. Ist schon Play? Los, die kommt schon? Okay. Delirium, Delarium, voll wie ein Aquarium und Prost! Geil. Danke, Mama. Ich hab auch gesagt, geil. Mama, Wetterbericht mit deiner Antenne? Ich muss kurz fühlen. Hier, wie macht sie immer bei, weißt du noch? Surrender Will? Ja, Surrender Will. Es regnet. Janne und Anni sind immer unsere Hardcore-Band-Gucker. Ja. Janne und Anni wurden gerade vom Feld geschmissen. Erzähl mal wie. Lala fand wie die Kühe. Twerk mal. Das ist Jodeltanz. Der kann doch nicht auch so twerken. Bei dir so? Munchkin, das Spiel, das Freundschaften beendet. Allerdings. Mo, präsentier mal bitte die Gummibärchen. Nein, erst Tag für die Gummibärchen. Sie sehen nun in unserem Shop das Angebot. Gummibärchen, extra groß, extra klebrig, extra eklig. Da kannst du da oben dranbleiben. Der Eingang zu Ihrer Linken hat er jetzt für Sie geöffnet. Das heißt, Sie haben jetzt die Möglichkeit, etwas Außergewöhnliches, etwas Sensationelles live zu erleben. Also die Augenringe sind schon real, so am Freitag, ne? Ja. Thank you.
Also jetzt habe ich ganz spontan Lust bekommen auf ein Falafel. Auf jeden Fall. Dann lass uns mal da hingehen und einen kaufen, weil wir das nicht schon 5-mal getan haben. Gegen Saufron. Da wir immer nur das Schwein spielen, weht doch mal ein paar Schweine. Ihr malt einen eigenen dazu. Ja. Oder mit dem roten. Ich würde gerne ein eigenes malen. Er wählt bestimmt. Am besten gerade stehen bleiben. Das schafft er nicht mehr. Schafft er nicht. Das glaube ich auch. Aber doch, so, da kommt mich nicht an. Ich bin unparteiisch. Ich wähle nicht. Das ist gute Idee. Erst nur die du Leinwand. Bist ja die Kunst. Ihr müsst wählen. Ja, also das besser geht's nicht bei der Wellenlage hier. Ich halte jetzt einfach die ganze Zeit drauf, bis Momme kommt. Dass sie leidenschaftliche Antisexisten sind. Sie müssen das unter Beweis stellen, indem sie jetzt alle mitsingen, vielmehr alle selbst singen. Und zwar der Text ist relativ einfach.
Er heißt Stimmt ein, Sexismus ist gemein. Ich sing das einmal vor. Stimmt ein, Sexismus ist gemein. Stimmt ein, Sexismus ist gemein. So jetzt. Stimmt ein, Sexismus ist gemein. Das haben Sie sehr gut und sehr überzeugend gemacht. Und deswegen können wir es auch, das kleine nächste, leicht satirische Lied mit dem Titel Komm, mach die Titten frei, denn ich will witzen, spielen. Vom letzten Tag. Ja, seht mal, wie sauber man übrigens seinen Zeltplatz. Jetzt habe ich nur dich gefilmt. Wie sauber man seinen Zeltplatz hinterlassen kann. Sind wir nicht cool? Ja, die zwei sind vielleicht nur dreckig. Ja, das ist okay. Wir sind sehr cool. Sehr saubere Leute. Woo. Unseren gesammelten Pfand geben wir jetzt zum guten Zweck ab. Was denn? Kondome. Kannst du die Spannung noch aushalten? Ganz knapp nur. Also ich bin schon richtig am Limit, wie du siehst. Ach so, ich dachte, wir sind auf Nervi. Verdammt!